In diesem Event Ökologisierung als Wachstumsmotor sprechen wir die gesamte gesellschaftliche Breite an. Da haben wir heute gehört, Unternehmen zu erneuerbaren Energien, wir haben zum Bereich Lebensmittel und Lebensmittelverschwendung etwas gehört, wir haben gehört zum Thema Fast Fashion und wie das unsere Welt beeinflusst. Also man sieht einfach, die gesamte gesellschaftliche Breite ist hier abgedeckt und das ist auch unser Ziel, die Dimension des Themas aufzuzeigen. Vier tolle Beispiele, die für großartige Unternehmen in Österreich stehen, die nicht nur ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen, weil sie verstanden haben, weil sie wissen, das ist die große Aufgabe, vor der wir stehen, sondern die Chancen, die sich in dieser Transformation ergeben, auch nutzen mit innovativen Ideen, mit zukunftsgerichteten Unternehmenskonzepten, mit Geschäftsmodellen, die diese Unternehmen fit für die Zukunft machen. Und wenn wir das unterstützen können, dann gibt es ganz viel Motivation, die ich heute von diesem Abend mitnehme. Ökologisierung als Wachstumsmotor stellt das Thema Ökologisierung natürlich in den Mittelpunkt. Es stellt das Thema Green Tech und die Klimakrise als solche in den Mittelpunkt und was für Lösungsbeiträge es geben kann. Als Vienna Textile Lab produzieren wir mikrobielle Farben. Das heißt, wir erzeugen natürliche Farbstoffe aus Mikroorganismen. Und wir wollen damit synthetische Farbstoffe in der Textilindustrie ersetzen. Ja, mit Circly machen wir nichts Geringeres als die künstliche Intelligenz, also die Technologie zur Lebensmittelverschwendung bzw. zur Vermeidung verwenden. Wie machen wir das Ganze? Wir haben es modular aufgebaut, sodass selbst IT-Line sich das in einem Lego-Konzept zusammenstecken können und wir helfen damit eben dem Unternehmen zu sagen, wann wie viele Produkte in welcher Filiale stehen müssen. Ja, die Programme, die in der AWS besonders nachgefragt sind zum Themenbereich Ökologisierung, ziehen sich wirklich durch. Von der Investitionsprämie über speziell ausgelegte Programme wie Frontrunner, wo es darum geht, dass Unternehmen, die schon an der Spitze sind, noch ein Stückchen weiter nach vorne im Wettbewerb gelangen können, aber auch Unternehmensgründungen im Bereich Pre-Seed und Seed sehen wir sehr stark, dass sie immer mehr auf das Thema Ökologisierung und Nachhaltigkeit setzen. Weil die öffentlichen Förderungen ein Hebel sein können für diese Transformation. Ein großartiges Beispiel ist die Investitionsprämie nach Covid, wo man mit der Ökologisierung, mit den 14% für die höhere Investitionsprämie einen Schub an Öko-Investitionen ausgelöst haben in Österreich, der langfristig positiv wirkt. Und genauso geht eine Förderung nach der nächsten auch und gerade bei der AWS. Wir haben durch sämtliche AWS-Förderung mittlerweile profitiert. Angefangen hat das Ganze mit der Pre-Seed-Förderung, konnten hiermit das Team und das Unternehmen selbst aufbauen. Und jetzt vor kurzer Zeit, vor gerade vier Wochen sind es circa, haben wir auch noch die Seed-Förderung erhalten, mit der wir jetzt natürlich expandieren können. Wir haben vor, die Plattform zu automatisieren und in Richtung Deutschland den Schritt zu wagen. Also das Vienna Textile Lab wäre nicht gewachsen ohne zum Beispiel die AWS-Förderung von Pre-Seed. Ich nenne es immer so, wir sind mit der Pre-Seed-Förderung quasi aus unserem Ei geschlüpft und jetzt momentan bekommen wir die Seed-Finanzierung. Wir haben großartige Unternehmen in dem Bereich und auf die gilt es zu bauen, viele weitere gilt es zu motivieren in dem Bereich, sich stärker zu engagieren, weil mit Green Tech und mit Umwelt- und Klimatechnologien können wir den Standort nach vorne bringen.